Hi, ich bin Peter Stochel. Herzlich willkommen zum Jagdfieber. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Jagdfieber. Mein Name ist Markus Assmacher, die Stimme der Füchse Berlin. Und hinter mir seht ihr Peter Stochel. Was die Spieler über ihn denken, das seht ihr jetzt. Er ist ein echter Mannschaftsspieler. Peter Stochel gehört zu den Füchsen und Berlin ebenso wie das Brandenburger Tor. Er selbst sagt über sich, er sei ruhiger geworden mit der Zeit. Die Fans und Mitspieler schätzen seine immer noch zunehmende Leistungsstärke. Peter Stochel ist nunmehr eine echte Legende und bleibt den Füchsen zum Glück noch ein Weilchen erhalten. Ich glaube, es spricht auch für sich, dass der Vertrag noch mal 2 Jahre verlängert wurde in seinem Alter. Herzlich willkommen bei Jagdfieber, Peter Stochel. Und wir sitzen jetzt hier in der Max-Schwieling-Halle nach dem Spiel gegen den HSV Hamburg. Knapp ist ausgegangen, 33-32, und neben mir sitzt eine lebende Legende und dort oben hängt sein Trikot und er trägt die Nummer 71 und hört auf den Namen Peter Stochel. Hallo Peter. Hallo. So kurz nach dem Spiel, was kann man da sagen? 33-32 ist ausgegangen, wir sind alle noch total aufgewühlt, wie fühlst du dich? Ja, die gleiche Gefühle natürlich. Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Das hat nicht geklappt und noch mit einem Tor verloren in letzter Sekunde von 7 Metern ist natürlich sehr unangenehm, vor allem für den Torwart, der da stand. Aber das ist einfach Leben und Hamburg hat uns schon diese Saison 2-mal geschlagen. Einmal unentschieden haben wir gespielt, das heißt, ist natürlich sehr unangenehm für uns, aber wir müssen weiter gucken und weiter spielen. Mit einem Tor verloren. Fangen wir noch mal vom Spiel von vorne ran an. Vor dem Spiel bist du geehrt worden als eine Legende in der Legendengalerie der Füchse Berlin. Wenn du da oben hinschaust, dein Trikot, wie fühlt sich das an? Das ist natürlich was Besonderes. Was Besonderes, weil ich immer noch spiele, ich bin immer noch aktiv und trotzdem hängt da schon mein Trikot. Das sind besondere Momente. Das sind die Momente, für die man auch Sport macht. Für mich heißt das, habe ich vielleicht bis jetzt ziemlich gute Arbeit gemacht hier in Füchse und ist das wirklich große Motivation für mich, weiter hier genauso arbeiten. Seit 2006 bist du bei dem Team der Füchse. Wir haben viele, viele tolle Momente zusammen hier erlebt. Heute war es nicht so schön. Vor dem Spiel hatten wir den Moment mit der Ehrung für die Legenden. Wenn du jetzt wieder zum Ende zum Spiel gehst, der letzte 7 Meter. Kannst du erklären, was dir da durch den Kopf geht? Das sind die Momente, warum wollte ich auch Torwart werden. Alles oder nichts einfach. Ich bin der Letzte, der kann die Punkte holen. Aber bin ich gleichzeitig auch der Letzte, der kann alles wegschmeißen. Das heißt, das war auch für mich die Motivation, warum bin ich eigentlich in Tor gegangen. Diesmal hat nicht geklappt, was kann man machen? Riesen Vorteil für Torwart ist, dass wenn ich 7 Meter halte, ist das ein fantastisches Gefühl. Wenn ich halte das nicht, bin ich nicht schuld natürlich, weil 7 Meter ist ein Riesenvorteil für jeden Spieler. Aber natürlich wollte ich das halten, wollte ich noch den Ball nach vorne schmeißen. Wir konnten noch theoretisch ein Tor werfen, aber hat nicht geklappt. Das ist einfach Leben. Bevor es zu dem 7 Meter kam, gab es eine Situation, wo man sagt, Stürmerfoul oder nicht Stürmerfoul. Und was denkst du, hast du was davon mitbekommen? Du hast gemerkt, das Publikum ist da ziemlich hat drauf reagiert? Ich muss sagen, dass ich das nicht gesehen habe. Ja, ich war voll konzentriert auf den Ball. Also ich weiß nicht einfach, was da passiert vorher. Danach die 7 Meter habe ich noch mal im Fernsehen gesehen, danach bei Interview. Das heißt, da kann ich sagen, dass 7 Meter war das. Darüber muss man nicht reden. Ob war früher Stimmefoul, weiß ich gar nicht, weil ich das nicht gesehen habe. Und die Bilder zum Spiel, die gucken wir uns an, und zwar hier. Der Jubel der anderen hinterlässt bei den Füchsen wieder einmal fragende Gesichter, denn der 6 Sekunden vor Schluss verwandelte 7 Meter von Hamburgs Lindberg, der den Gästen den Sieg bringt, ist eine vertretbare Entscheidung. Die im Voraus geht jedoch unmittelbar eine Situation, in der man auch Stürmerfoul von Hamburgs Duvnia gegen Berlins Bojaric hätte pfeifen können. Ja,
es ist dann einfach sehr, sehr unglücklich, dass wieder eine fragwürdige Entscheidung dazu führt. In meinen Augen ein ganz klares Stürmerfoul von Duvniak, bevor es überhaupt zu den 7 Meter kommt. Der ist dann einer, aber ja, man fühlt sich einfach benachteiligt. Und das ist einfach schade und ja, auf gut Deutsch gesagt ziemlich beschissen, wenn man mit so einem Gefühl aus der Halle geht. Das Spiel beginnt ebenfalls emotional. Vor der Partie werden Dieter Finkelmann und Peter Stochel in die neu geschaffene Legendengalerie des Vereins aufgenommen. Die Gäste, die nach dem Pokal aus unter der Woche gegen Göppingen unter Druck stehen, suchen zunächst den Weg über den Kreis. Die Hausherren suchen den Weg über Konstantin Igropulo, der sich in dieser Szene gut gegen Thorsten Jansen durchsetzt, der nach seinem Foul in der vergangenen Spielzeit gegen Ivan Ninčević nicht mit Pfiffen bedacht worden ist. Knapp 23 Minuten sind gespielt und die Gäste agieren in Überzahl. Und doch trifft Sven-Sören Kristoffersen zum 13:13 Ausgleich. Und Konstantin Igropulo trifft kurz danach dann zur 14:13 Führung, die ausverkaufte Max-Schmeling-Halle kocht. Vor dem Seitenwechsel erhöht der Kapitän dann auf 19:16. Nach der Pause durchleben die Füchse eine Schwächephase, die Hamburger kommen wieder ran. Wir haben, fand ich, trotzdem gut gespielt, also bis auf die 5 bis 10 Minuten nach der ersten Halbzeit. Nach der zweiten Halbzeit waren wir einfach gut gespielt, also Abwehr war gut, fand ich heute, und auch im Angriff haben wir gute Bewegung gehabt und ja, das gehört dann auch mitnehmen. Kurz vor Ende der Partie verlieren die Füchse den Ball und ausgerechnet Thorsten Jansen baut die Führung des amtierenden Champions-League-Siegers auf 2 Tore aus. Doch mit Hilfe des 7. Feldspielers auf dem Parkett gleichen die Füchse noch einmal aus. Pavel Horak trifft zum 32:32. Es sind halt dann entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, das haben wir gemacht, 7. Feldspieler, offene Deckung. Dass das dann 2 oder 3 Mal so greift, ich meine, auch im 3. Angriff ist Hamburg am Rande des Ballverlustes oder hat ihn eigentlich schon durch den Stürmerfoul verloren, aber ja, das ist halt Sport, das sind die Tatsachenentscheidungen und dadurch gewinnt Hamburg heute glücklich mit einem in einem Spiel, das eigentlich keinen Sieger verdient hat, meines Erachtens. Dass Hans Lindberg mit seinem 12. Treffer das Spiel zugunsten der Hamburger entscheidet, ist aus Sicht der Berliner mehr als unglücklich. Wir konnten gerade sehen, 33:32 gewann leider der HSV Hamburg. Peter, wie sieht nach so einem Spiel oder wie sieht jetzt die Komplettsituation der Füchse aus nach der Niederlage gegen den HSV Hamburg? Ja, wir haben vor dem Spiel diese Hoffnung, dass wir gewinnen und dass wir bleiben auf Platz 2. Das hat nicht geklappt, aber trotzdem muss ich sagen, dass diese Spitze ist, diese Saison einfach bleibt bis Saisonende zusammen, glaube ich. Hier ist, diese Saison ist da keine Mannschaft, wo war in der letzten Saison, wo war Kiel oder früher auch Hamburg eine Saison. Wo kann man sagen, ja, das ist großer Favorit in ganzer Liga, ja, der gewinnt. Diese Saison kann ich sagen, dass 4 oder 5 Mannschaften haben eine riesige Chance, deutscher Meister zu werden. Und zu dieser Gruppe gehören wir weiter. Das ist für uns positiv. Natürlich wollten wir auch gewinnen und 2 Punkte mehr zu haben. Es wäre natürlich schön gewesen, heute zu gewinnen, aber vor dem Spiel gab es noch was, wo wir eigentlich sonst immer einen sehr, sehr starken Gegner zugelost bekommen. Normalerweise war es immer so, im DHB-Pokal im Achtelfinale hieß es dann zum Beispiel THW Kiel oder gegen HSV Hamburg. Diesmal ist es ein bisschen anders. Habt ihr vielleicht vorher was mitgekriegt? Ihr habt bestimmt schon drüber gesprochen. Unser Gegner heißt Eintracht Hildesheim und wir fahren nach Hildesheim. Ja, unser Ziel ist natürlich gegen Hildesheim gewinnen. Wie hast du schon gesagt, wir haben immer Pech gehabt mit den starken Gegnern in dieser Phase. Wir haben eigentlich in den letzten 3 Jahren, glaube ich, gegen THW verloren im Pokal. Das heißt, diese Saison haben wir diese Chance weiterzugehen, sogar in Final Four zu kommen. Und das muss auch unser Ziel sein. Viele Ziele werden verwirklicht mit der neuen Füchse Town. Und wie es da aussieht, gibt es jetzt die Bilder. Hallo liebe Handballfans, ihr habt sicher schon was gehört von unserer Füchse-Town und ich bin ganz froh, dass kann ich jetzt euch hier ein bisschen alles zeigen, wie wir hier trainieren. Ja, bitte schön weitergehen. So, wir versuchen jetzt erst zum Physio-Raum gehen. Das ist für uns ganz wichtig.
weil nach jedem Spiel ist jemand ein bisschen eingeschlagen oder ein bisschen krank. Dann die Kleinigkeiten, wie schaffen hier mit unserer Physio zu lesen. So, hier ist unser Physioraum. Ist vielleicht hier ein bisschen dunkel für euch, aber wie kann man sehen, wir haben hier drei Physio und so viel verletzte Spieler, aber das sind alles nur Kleinigkeiten. Aber ich finde das ganz gut, dass wir können hier uns treffen, auch mit der A-Jung, mit der zweiten Mannschaft. Und ich denke, das ist für uns als für fixe Familie elementar wichtig. Jetzt kommen wir direkt in, ich denke, das Wichtigste, und das ist einfach unsere Trainingshalle. Ich denke, das ist jetzt Training von A-Jugend. Dann sehen wir sofort, dass auch dieser Raum muss man immer benutzen. So. Unsere Trainingshalle, wo trainieren wir? Trainieren die zweite Mannschaft, A-Jugend, B-Jugend. Das war eigentlich auch unser Ziel, dass wir alle zusammen und gemeinsam trainieren, dass wir kennen die Jungen anschauen. Die kennen auch uns, wie wir trainieren, und das bringt uns einfach weiter. So, können wir hier reingehen? Hallo Jungs. So, hier ist unser wirklich neuer und ganz schöner Kraftraum, glaube ich. Das, ich denke, dass keine Verein hat so einen Kraftraum. Wir haben hier alles, was wir brauchen. Einfach. Hier kann man wirklich die ganze Mannschaft, 15 Leute trainieren, und wir haben da genug Platz. Elementar wichtig ist da oben, wenn das Kamera sieht, auch was da steht. Wenn du ein Profisportler sein willst, dann darfst du nicht wie ein Amateur trainieren. Und das hat bei dieser Kraftraum sicher ganz gut geklappt. Jetzt kommen wir langsam zurück in unsere Kabine. Das ist unsere Privatsphäre, aber ihr gehört natürlich zu uns, das heißt, ich zeige euch auch die Kabine. Ja, eigentlich kann man reingehen. Da sieht man einfach unsere Kabine. Leider ist da nicht aufgeräumt, weil die jungen Spieler haben das noch nie gemacht. Die bekommen sicher Strafe. Das heißt, ist da noch eine Kabine, andere, das heißt, haben wir zwei ungefähr gleiche. Das ist einfach unser Town hier. Na, und vielleicht das Letzte, was haben wir noch nie gesehen, ist Videoraum. Wir müssen Hallenwart fragen, ob bekommen wir überhaupt Schlüssel. Und der ist gerade weggegangen. Dann wir müssen vielleicht warten. Ah, das ist vielleicht das Letzte, was wir hier benutzen. Zwei, drei Tage vor dem Spiel müssen wir natürlich auch anschauen, wie der Gegner spielt. Das heißt, da benutzen wir 20, 30 Minuten von dem Training die Videoraum. Aber die ist jetzt, glaube ich, wirklich geschlossen, dann vielleicht müssen wir warten auf dem Hallenwart. So, und jetzt sind wir in unserem Videoraum. Wie ich gesagt habe, schon wir zwei, drei Tage vor dem Spiel einfach sitzen wir hier und gucken die Taktik und wir entscheiden hier, oder Dagur entscheidet, was wir wollen gegen den Gegner einfach spielen. Das dauert bei uns maximal 20, 25 Minuten. Und dann gehen wir daneben in die Halle, und da versuchen wir, was wir hier sehen, da versuchen wir auch in Halle trainieren. So, liebe Fans, das ist unser Zuhause. Ich hoffe, das hat euch alles gefallen, was ich habe euch gezeigt, und ich freue mich, dass wir uns wieder in Max Schmeling Halle. Dankeschön und tschüss. Genau so sieht es in Füchsetown aus. Und seit 2006 ist unsere lebende Legende Peter Stochlen Fuchs. Was sagst du dazu? Wenn ich hier hingekommen bin, habe ich gar nicht gedacht, dass ich mit dem Verein schaffe, in nächster Saison sofort in erste Liga aufsteigen. Dass wir schaffen, in ein paar Jahren Champions League zu spielen, sogar Final Four. Dass wir dann zweimal Bronze in der Bundesliga, das habe ich nicht gedacht. Ich habe gehofft, das war so ein Traum, war das natürlich, aber wir haben das einfach geschafft, und das ist eine besondere Geschichte, muss ich sagen.
Und ich hoffe, dass das bleibt so, dass wir bleiben in, zwischen den Top-Clubs in der Bundesliga, dass wir bleiben als Teilnehmer in Europapokal oder in Champions League. Das muss unser Ziel sein und ich muss sagen, dass wir haben hier so gute Möglichkeiten, dieses Ziel zu schaffen. Das heißt, für mich ist es ganz wichtig, dass wir bleiben in diesem Niveau. Wenn wir uns ganz kurz zurückerinnern, in die Zeiten der zweiten Bundesliga, es hat auch hier angefangen, ich glaube, wir waren bei irgendwo 300 Zuschauern, heute 9000 Zuschauer gegen HSV, wo wir vielleicht hätten auch gewinnen können. Das sind schon geile Momente, oder? Ja, das ist genau so, was ich gesagt habe. Ja, genau das habe ich gar nicht gedacht, damals in zweiter Liga. Es war, wir wollten unbedingt erste Liga spielen, aber dass wir das so schaffen, das kommt so viel zu schauen, dass die Halle wird so eine Atmosphäre haben. Das hat damals noch niemand gedacht. Ja, das war unser Traum, das war sicher Traum auch von Bob Hanning, von allen Leuten, die da waren beschäftigt. Aber das hat niemand gedacht, dass wir schaffen das so schnell und so gut. Wenn man seit 2006 in einem Team spielt und wenn man jede Stimmung in jeder Halle mitbekommen hat, was war die geilste Stimmung, die du je mitgekriegt hast? Natürlich hier in der Festetown. Das ist aber wirklich so. Das ist aber wirklich so. Diese Halle ist ganz schön, ist eng, ist direkt am Spielfeld. Passt rein 9000 Zuschauer. Ja, muss man auch natürlich sagen, zum Beispiel in Kiel ist auch tolle Atmosphäre, da kommen 10.000 Zuschauer zu jedem Spiel. Aber die Halle ist nicht so gemütlich, glaube ich. Für mich ist wirklich diese Halle die beste in der Bundesliga. Das sind tolle Abschlussworte von unserer lebenden Legende. Vielen Dank, Peter Stochel. Und das war Jagdfieber. Vielen Dank fürs Zuschauen.